Hey Leute, heute möchte ich mal den Witcom-Weltempfänger zerlegen. Ist ein 10-Band-Weltempfänger. Was auffällt, der geht von 5,7 bis 6,4, dann von 6,9, da fehlt was, bis 7,8. Dann fängt es bei 9,1 an, da fehlt auch was. Von 10,2 auf 11,2 fehlt auch ein Megahertz. Von 12,2 bis 13,5 fehlt über ein Megahertz. 14,7 bis 14,9 fehlen 200 Kilohertz. 16,3, 17,3 fehlt ein Megahertz wieder. Und von 18,3 bis 21,3 fehlen sogar 3 Megahertz. Aber insgesamt hat er viele Radiobänder drin, sag ich mal. Und ist nicht schlecht von Empfang her. Dann werde ich den mal zerlegen, mal reinschauen, was da drin ist. Und zwar da drunter, unter dem Aufkleber ist eine Schraube hier. Die muss ich rausschrauben und dann kann ich ihn aufklappen. Und die Antenne, die musste ich auch abschrauben, weil bei der Antenne hier das Drähtchen da angeschraubt wird. Ansonsten würde ich das Drähtchen wegreißen. Was fällt auf? Ein Radio. Insgesamt ist ein IC da drin, das man so nicht lesen kann, weil man es hier von Rückseite sieht. Dann müsste ich erst die Platine rausstauben. Und die ist hier, da ist die noch zusammengestaubt mit dem Kunststoffding. Das Kunststoffding, das muss man rausstauben, hier und hier. Dann staube ich die beiden Schrauben mal raus. So, nachdem die beiden Schrauben draußen sind, geht das Ganze schon mal auf. Und hier ist der Lautsprecher dran, angelötet an den beiden Drähten. Da kann man schon mal ein bisschen was sehen. Da ist noch eine Platine mit zwei Tastern, den drei LEDs. Die ist auch nochmal angestaubt, hier und hier. Was wir hier sehen, ist schon mal ein Filter. Das ist ein 455 kHz Filter für AM. Ein FM-Filter hat das wahrscheinlich nicht. Es hat für FM-Filter vermutlich nur einen Spulenfilter. Dann schraube ich mal die da ab und guck mal, den Seilzug aushängen möchte ich nicht. Nur mal reinschauen, was da genau drin ist. So, nachdem der jetzt komplett auf ist, kann man schon etwas mehr erkennen. Mal gucken, das IC, das sehe ich da irgendwie nicht, das ist da drunter, da müsste ich die Kondensatoren aufbiegen, um es zu sehen. Dann hier hat es noch ein Filter, ich vermute mal, dass dieses Filter hier das UKW-Filter ist, oder? Mal gucken, da steht drauf 10.78 Filter dreipolig. Also das ist das UKW 10.7 MHz Filter. Oder ist es eine 8? Das ist ein 10.7S, ein L10.7S. 10.7S, müsst ihr mal gucken, was es für ein Filter ist. Also es hat auch einen Keramikfilter für UKW und einen Keramikfilter für AM, für die AM-Bereiche. Ja. Keramikfilter braucht man, weil das Ganze ja mit einer Frequenz vom Lokaloszillator. Das sind viele Kondensatoren und viele Induktivitäten an den Schalter, wo die Wellenbereiche umgeschaltet werden. Da werden, denke ich mal, die Festinduktivitäten hier 1, 2, 3, 4 und die Kondensatoren 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so umgeschalten. Dann hier haben wir den Drehkondensator, ganz normal UKW-Drehkondensator. Dann die Skalenführung hier, die ist auch etwas, also ich möchte es nicht aushängen. Ich lasse es mal angehangen, daher werde ich den jetzt auch nicht weiter zerlegen. Und darunter haben wir noch Filter, hier, hier und hier und hier. Also vier Filter haben wir. Und ich denke, dass die vier für AM sind. Und das hier das einzige für FM. Vermute ich mal. Oder denke ich mal. Ja, und das IC, mal gucken, was da drauf steht. Dann werde ich die Kondensatoren doch mal hochbiegen müssen, so wie das FM-Filter. So, und auf dem Chip steht drauf CXA1691BA. Danach kann ich mal googeln. CXA1691BA. Auch Transistoren sind hier drin, wie da ein Transistor und da ein Transistor. Ich würde sagen, ich mache das Ganze jetzt mal wieder zusammen. Also hier haben wir Spulen, verstellbare Spulen und Spulenfilter. Dann hier Induktivitäten. Das sind alles Festinduktivitäten, sieht man, weil L steht, L, 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 L. Und hier viele Kondensatoren, die mit dem Schalter umgeschalten werden. Ja, und dann haben wir hier eine Diode, ist aber keine Germaniumdiode, sondern eine Lithiumdiode. Ist Lithiumdiode, ich schätze mal, weiß nicht, ob das die Demodulationsdiode ist. Ich würde sagen, mal auf das IC gucken. Da haben wir noch Transistoren 2. Ich schätze mal AM-FM-Umschaltung.
Und die hier, die dürften, ich vermute, die mal FM-Schwingkreis sein, obwohl FM-Schwingkreis hier die Spule ist eher nah am IC, kann sein, dass das Ganze im IC schon verbaut ist. Das Ganze ist hoch integriert, also ein IC, der fast alles macht, und ansonsten werden hier nur noch die Lokaloszillatoren umgeschaltet und die Filter umgeschaltet. Ja, da in Google habe ich es eingegeben, habe ich das IC sogar gefunden. Hier eine Schaltung, ich schätze mal, das ist so eine typische Radioschaltung. Hier sieht man 1, 2, 3, 4 Filter. Ich denke, das sind die 4 Filter, die ich im Radio jetzt gesehen habe. Und ja, ansonsten noch eine weitere Beschaltung. Kann ich da mal gucken, muss ich mir das Datenblatt suchen. Da ein Radio mit dem IC, dann nochmal das IC, hier das IC nochmal. Also das kriegt man, denke ich, auch extra irgendwie. Dann hier ein Radio mit IC, noch ein Radio. Das ist scheinbar in vielen Radios verbaut, das IC. Dann gucke ich mal, wie viel Strom es braucht bei 3 Volt. Das sind so 20 mA. Ich mache dann mal die Lautstärke auf 0. Ja, so 14 mA braucht es Ruhestrom plus das Audio. Ja, 14 mA Ruhe bei FM. Dann schalte ich auf AM um. Auf AM braucht es nur 10 mA. Ja, so 10 mA, 10, 11 mA braucht es auf AM. Ja, also ist an sich sehr sparsam. Dürfte sehr lange laufen mit 2 Batterien, solange es nur so 10 bis 15 mA braucht. Ja, wenn ich Lautstärke ausmache, 10,2. Klar, das Audio braucht auch noch Strom. An sich sehr schön, dann baue ich es wieder ganz zusammen. Hier die Antenne wieder angeschraubt. Kabel ist dran. Hier die Mittelwellenantenne, da sind auch 1, 2, 3 Drähtchen dran. Okay, so an sich ist es ein schönes Radio. Auch auf Kurzwelle, diesmal bin ich hier auf 5. Und 5, das wäre jetzt zwischen 14,4 und 14,7. Funktioniert schon. Und auf FM geht es auch gut. Okay.